Du siehst schon, ich lächle, ich strahle, ich habe Freude. Jetzt verknüpfen wir nämlich beides miteinander, die Aloya und die Pico Pico Übung. Das sind die beiden Grundlagen des kompletten sanfte Geburt-Trainings. Auf denen bauen wir dann über 30 Auslöser auf. Die ganzen inneren visuellen Bilder, deine Gedankenkräfte, den Partner werden wir integrieren und ganz viele andere Dinge wie die Atmung. Zum Beispiel, die wir da mit dann verknüpfen, die Tiefenatmung. Aloya, diese zwei, Aloya und Pico Pico, erzeugen in dir sofort Glückshormon-Cocktail. Das ist das Ziel. Die höchste Präsenz, das ist das Ziel. Den Fokus geschärft auf das Hier und Jetzt, das ist das Ziel. Nichts mehr Zukunft, Vergangenheit, rumstudieren. Das ist das Ziel. Und wir beginnen das jetzt sehr zügig. Ich mache das mit dir. Demonstriere es vor, wir machen das 10-mal ein- und ausatmen. Wenn du das Video alleine noch nicht gesehen hättest über die Aloya-Übung oder die Pico Pico, dann schau dir diese beiden Videos zuerst an, weil du hast sonst den Zusammenhang nicht. Wir beginnen. Wir werden wiederum uns so positionieren wie zuvor auch, beide Füße am Boden. Schneidersitz geht auch. Wir werden uns mit dem kosmischen Intelligenzfeld, dem Universum, der Schöpferkraft jetzt verbinden und wir werden ausatmen wieder Nabelbereich. Schließ deine Augen, die Übung beginnt jetzt und ich lade dich nochmals ein. Du kannst es nur erleben, wenn du mitmachst. Also positionier dich, schließ deine Augen, sei ganz hier und jetzt, atme aus dem Mund und jetzt tief ein. Der Bauch füllt sich. Deine Aufmerksamkeit ist spitzer Kopf. Wenn du willst, kannst du dich auch dort berühren. Du lächelst, atmest jetzt aus in den Nabelbereich mit einem Ja und lässt los. Komm. 10-mal einatmen, tief, spitzer Kopf, deine Aufmerksamkeit. Ausatmen, loslassen und Ja. Mach das mit, bitte sehr. Schließ deine Augen. Atme tiefer als normal, spitze Kopf, deine Aufmerksamkeit. Stell dir dort ein Bild vor, das für dich stimmig ist. Ausatmen, Nabel loslassen und ja, es ist eine Konzentrationsübung. Nochmal einatmen, spitze Kopf, lächle dazu, atme aus mit einem ja und spür, wie dein Körper loslässt, deine Gesichtszüge loslassen. Einatmen, tiefer, guter Atemzug, spitze Kopf, deine Aufmerksamkeit. Atme in den Nabel aus mit einem Ja. Seufze mal, nochmal, lächle ein. Machen wir nochmal 3-4 Mal. Spitze Kopf, die Aufmerksamkeit nirgendwo anders. Ausatmen am Nabel mit einem Ja. Spür, wie dein Körper loslässt. Nochmal einatmen. Gut tief atmen, ganz gewahr sein. Spitze Kopf, deine Aufmerksamkeit. Runteratmen in den Nabel mit einem Ja. Und ein letztes Mal. Augen geschlossen, tief atmen. Genieße es richtig, deine Aufmerksamkeit, spitze Kopf zu haben. Jetzt atme nach unten, Nabel aus mit einem Ja. Und dann kommst du mit offenen Augen wieder in diesen Raum zurück. Und ich hoffe, du schmunzelst und lächelst mindestens genauso wie ich. Auch wenn du jetzt gesessen bist in dieser Übung, auch dann solltest du spüren, du bist hochpräsent. Du bist ganz in einer anderen Schwingung. Deine Energie erhöht sich automatisch. Diese Atmung werden wir unter anderem, wie erwähnt, verknüpfen mit ganz vielen anderen Strategien. Alleine das im Geburtszimmer bringt dir schon so ein herausragend besseres Geburtserlebnis. Meine Frage an dich, und das ist jetzt die Essenz. Wenn du mitgemacht hast, hat jetzt etwas einzigartig Magisches in dir geschehen dürfen. Du konntest nämlich nicht mehr an etwas herumstudieren, was Vergangenheit geschehen ist und auch nicht, was in der Zukunft noch kommen wird. Beides, Vergangenheit und Zukunft, waren in diesen Atemzügen, in diesem Eintauchen in Aloya und Pico Pico einfach nicht möglich. Kannst du das nochmal nach? Vollziehen. Und so bringen wir unsere höchste Energie ganz präsent ins Hier und Jetzt. Und wenn du das tust im Geburtszimmer, während du eine Kontraktion wahrnimmst, dann garantiere ich dir, du bist in der höchsten Energie am besten in der Umsetzung, dass die Geburt zauberhaft verlaufen wird. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein, diese Strategien
Und diese Übungen, diese Verknüpfungen der sechs Gebärkräfte im sanfte Geburt-Training mit mir zusammen live zu erleben.